Wir reden hier jetzt auf einmal von der Weihnachtsbeleuchtung auch des privaten Haushaltes, wo wir uns schon die Frage stellen müssen, was wird in der Verordnung morgen drinnen sein? Glühbirnen pro Meter oder Uhrzeiten, an denen man die Weihnachtsbeleuchtung einschalten darf oder nicht? Oder geht es um die städtische Weihnachtsbeleuchtung, was wieder ein anderes Paar Schuh ist? Wenn Kollegin Foppa darüber spricht, Energiesparen, Strombaum, schlechter, schädlicher Energie bei der Weihnachtsbeleuchtung in einem Land, das zu 200% Erneuerbare selbst produziert, aber zugleich fördern wir Elektromotoren und geben Beiträge, um die Elektromobilität zu stärken, aber den Privaten soll verboten werden, sein Lampe anzuzünden. Und ich sage euch ganz ehrlich, so viele Haushalte werden heuer nicht den Christbaum elektrisch beleuchten bei diesen Strompreisen. Keine Angst, liebe Volksparteiler, es wird von alleine dumper in diesem Land, wenn die Preise so hoch bleiben. Da braucht ihr den Leuten gar nicht verbieten, die Steckdose auszustecken oder den Stecker zu ziehen, besser gesagt. Ich bin der Erste, der gegen eine Lichtverschmutzung ist, vor allem die Lichtverschmutzung im öffentlichen Raum, das heißt, was Straßenlaternen anbelangt, die durch die indirekte Beleuchtung und so weiter viel, viel verbessern können. Aber es ist wirklich für meinen Geschmack nicht die Weihnachtsbeleuchtung der Privaten, die das Problem der Lichtverschmutzung in Südtirol darstellt. Und Weihnachten bleibt das Fest des Lichtes, bleibt das Fest der Kerzen und der Lichter. Mir gefallen die Kerzen besser als das elektrische Licht. Das ist aber ein persönlicher Geschmack und wie es richtig gesagt worden ist, Geschmäcker sind verschieden, aber trotzdem sollten wir nicht bei der Weihnachtsbeleuchtung der Privaten eingreifen, sondern uns auf den öffentlichen Raum und auf die öffentliche Verwaltung und vor allem auf die öffentliche Landesverwaltung konzentrieren. Und nehmen wir unser Haus als Beispiel, wir im vierten Stockholm, da hat jedes Büro ein Elektroöfele drin stehen, weil das Haus so kalt ist, weil die Fenster nicht dicht sind und so weiter. Ich glaube, dass wir hier bei Nachhaltigkeit bei uns selber und in der Landesverwaltung anfangen sollten, bevor wir die Privaten hier zum Handkuss bitten.